Hallo und hallo, hier ist wieder euer Michael von der Biokoch. Heute erfüllen wir wieder einen Rezeptwunsch und zwar Chicken Wings. Ja, für unsere Chicken Wings brauchen wir natürlich Chicken Wings, also Hähnchenflügel. Dann Gewürze. Paprika natürlich, reichlich. Zu Chili. Kann gemahlen sein, könnte auch frisches Öl sein. Und spicy. Knoblauch. Das jage ich auch mal durch die Presse jetzt durch, damit wir sie klein kriegen. Pfeffer. Reichlich Salz auch und zyprisch, südamerikanisch, also eher Zitrone. Gibt dem Ganzen eine schöne Frische. Und dann brauchen wir einen kleinen Tropfen Öl. Den nehmen wir einfach nur als Medium, um die Gewürze besser zu verteilen. Das Ganze könnt ihr ruhig am Vortag machen, dann sind sie richtig schön durchgezogen. So. Okay, wir machen natürlich jetzt weiter. Und zwar, jetzt wird das paniert. Ich gebe mein Ei dazu. Gucken, es reicht wahrscheinlich das Eiweiß. Eigelb kann ich dann anderweitig weiterverwenden. Reicht auch vollkommen. Werden sie sanft paniert. Warum sanft nur? Sie gehen in die Fritteuse rein, damit nicht so viel abfällt. Und dann nicht zu hoher Hitze. Ich stelle den Wok auch noch mal ein Stückchen kleiner. Frittieren. Drinnen in der Fritteuse am besten. Draußen eignet sich natürlich auch ganz gut, in so einem Wok das zu machen. Mal passen alle rein hier. Das ist halt eine schöne Sache für Partys, für Buffets, für eine Gartenparty. Zum Beispiel, oder ihr macht euch vegetarische Bratnudeln als Grundrezept und für die Fleischesser habt ihr dann halt die Chicken Wings dazu. Wäre auch eine schöne Sache. So, jetzt natürlich aufpassen, das heißt, der spritzt immer relativ leicht. Da muss man schon vorsichtig mit umgehen. Ich gehe mir jetzt mal die Hände waschen und das Ganze dauert ja ein bisschen. So, die Chicken Wings sind jetzt gar. Woran merkt man das? Das ist wirklich unheimlich schwierig. Ich nehme die alte Backkuchenmethode. Ihr nehmt euch die dickste Stelle am Chicken Wing, geht auf den Knochen entlang, guckt, dass ihr ungefähr in der Mitte bleibt. Lasst das kurz drin. Und jetzt nicht an die Lippe halten, weil das wirklich heiß ist. Mit den Händen fühlen, es ist schon heiß innen drin. Die sind gar. Zur Sicherheit, wenn man sich wirklich unsicher ist, packt sie doch einfach nochmal 10 Minuten im Backofen rein. Bei 160 Grad zum Garziehen, zum Durchziehen. Dann ist es wirklich absolut sicher. Ja, wir richten jetzt an. Und lassen uns so dann schmecken. Könnt ihr nochmal auf dem Küchenbrett, habe ich jetzt hier nicht draußen. Okay.
Bon Appetit wünsche euch, euer Bierko. Ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Unten links läuft jetzt ein Reissalat an, der dazu auch ganz gut passen würde. Und ihr könnt mich natürlich gerne abonnieren hier drauf, dann seht ihr immer, seid ihr immer up to date, ihr seht die neuesten Videos, die von mir erscheinen. Das ist einfach die einfachste Sache, mir zu folgen.